Ja, meine Damen und Herren, optimale Diversifikation in 18 Minuten. Na, vielen Dank für die Herausforderung. Und das, nachdem wir uns den ganzen Tag mit konkreten Märkten beschäftigt haben, eher philosophisch wird. Von daher, viele der Charts, die Sie im Handout sehen, habe ich mir die Freiheit genommen, in den Anhang zu packen, weil ich mich auf wenige Themen, Thesen konzentrieren will, die ich für wichtig halte und die vielleicht auch ein bisschen kontrovers sind, sodass die Podiumsdiskussion gleich dann auch was zu diskutieren hat. Dafür habe ich Ihnen wie der ein oder andere vor mir ein paar Bilder mitgebracht. An der Stelle Bilder von alten Männern. Aber es sind alte Männer, die zu dem Thema Diversifikation was zu sagen haben. Auf der linken Seite eigentlich den Diversifikationspapst, moderne Portfoliotheorie. Harry Markowitz, Nobelpreisträger. Ein gutes Portfolio ist mehr als eine lange Liste von Aktien und Renten. Es ist ein ausbalanciertes Ganzes. Zwei Dinge. Erstens, es ist mehr als nur naive Diversifikation, also Anzahl der Assets. Und zweitens, der gute Herr Markowitz spricht hier bewusst aus meiner Sicht von Aktien und Renten, also von Wertpapieren und nicht von Assets. Und darauf komme ich später zurück, denn die große Frage ist ja, auf so eine illiquide Asset-Klasse wie Immobilien, ist so eine Markowitz-Optimierung, ist das Thema Portfoliotheorie überhaupt anwendbar? Also, Harry Markowitz. Auf der rechten Seite den älteren Herrn kennen Sie, Warren Buffett, der wahrscheinlich erfolgreichste, langfristig erfolgreichste Investor in der Geschichte des modernen Kapitalismus. Was sagt er zu dem Thema? Diversification is a protection against ignorance. Diversifikation schützt eigentlich nur vor Ignoranz und es macht ziemlich wenig Sinn, wenn man weiß, was man tut. Also offenbar kein Fan von Diversifikation. Jetzt muss man sagen, der Mann ist natürlich auch in einer sehr komfortablen Position und wenige hier im Raum werden diesen jahrzehntelangen Track Record, den Herr Buffett hat, so mitbringen, also von daher für uns Normalsterbliche zurück zu Markowitz und weg von Warren Buffett. Was sagt Markowitz? Also, je mehr nicht perfekt korrelierte Anlagen ein Investor in sein Portfolio aufnimmt, desto geringer wird das diversifizierbare Risiko. Also desto mehr laufe ich hier die Kurve runter. Es bleibt jedoch immer ein nicht diversifizierbares Risiko, also das Marktrisiko. Das diversifizierbare Risiko ist das idiosynkratische Risiko, also bei Aktien das Unternehmensrisiko. Und das kriege ich hin. Allerdings auch, und da sind wir wieder so ein bisschen bei Warren Buffett, der Zusatznutzen jedes einzelnen Assets, der nimmt mit der Zahl der Assets ab. Das heißt, irgendwo laufe ich gegen eine Grenze. Und perfekt diversifizieren kann ich nicht, weil das Marktrisiko, das bleibt. So, und jetzt kommt, also das ist sozusagen eine der Basisaussagen der Theorie, und jetzt kommt der real existierende Markowitz, wie er dann auch von uns in der Immobilienwirtschaft gerne vergewaltigt wird. Und ich bin an der Stelle mitschuldig und habe auch schon viele Wochen meines Lebens damit verbracht, Markowitz-Optimierungsmodelle zu stricken. Und was macht man da? Naja, man schätzt irgendwie Renditen für einzelne Märkte und dann schätzt man Volatilitäten mit einem Scoring-Modell oder irgendwelchen Prozentwerten. Und dann braucht man noch eine Korrelationsmatrix zwischen den einzelnen Märkten und dann wird es ganz wild und dann kippt man das in ein Optimierungstool. In der Regel 15, 16 verschiedene Asset-Klassen oder Märkte, über die man optimiert. Und dann kommen dann Gewichte raus, Renditen und Risiken. Und wenn man das erstmal blind macht, dann merkt man sehr schnell, meistens kommt dann eine Asset-Klasse zu 100%, also keine Ahnung, 100% Frankreich Wohnen oder Schweiz Büro oder irgend so was, was halt zufällig vom Risikorenditeprofil alle anderen dominiert. Weil nicht perfekte Märkte und die Renditen, die Datenlage ist eh schwierig, also kommen dann immer Grenzwerte raus. Und dann fängt man an, Grenzen zu machen, maximal 20%, aber man kommt immer wieder auf Randlösungen. Also
sozusagen diese Markowitz-Dehnung für die Assetklasse Immobilien, die kommt sehr oft zu dem, was man halt an Annahmen reingibt zur gewünschten Lösung. Und dann kriegt man irgendwie Rendite-Risikoprofil, regionale Allokation, sektorale Allokation. Und das ist dann so der Marktstandard. Und dann habe ich ein diversifiziertes Portfolio, maximal 20% in jedem Land, in jeder Nutzungsart und über Märkte breit gestreut. Und jetzt kommt das erste Problem, weil jetzt habe ich zwar regional und sektoral schön diversifiziert, aber 30% meiner Immobilien oder meines Immobilienrisikos steckt in Objekten, für die der Highest and Best Use die Sprengung ist. Weil wenn ich über Märkte diversifiziere, dann diversifiziere ich das Marktrisiko. Und wir haben eben gesehen, eigentlich Portfoliotheorie, da geht es nicht um die Diversifikation vordergründig von Marktrisiken, sondern es geht um die Diversifikation von Unternehmensrisiken, idiosynkratischen Risiken. Das heißt, so Markowitz-Marktmodelle sind aus meiner Sicht ganz klar nicht optimale Diversifikation, wenn man sie standalone und für sich genommen betrachtet. Was ist es denn? Ein paar Gedanken dazu. Wenn man es mal versucht zu kategorisieren, indirekte Immobilienanlage, wir reden über indirekte Immobilienanlage, dann glaube ich, man kann die Risiken, die ich dann für die Diversifikation betrachten muss, in drei Kategorien aufteilen. Marktrisiko, klar, haben wir drüber gesprochen, aber dann Investmentrisiko und unternehmerisches Risiko. Investmentrisiko, wie gesagt, häufig im Fokus der Überlegung, aber wenn wir ehrlich sind, wenn es kriselt, zumindest mal viele der westlichen Märkte gehen zumindest mal in die gleiche Richtung. Und ein gewisses Restrisiko bleibt immer. Und wenn ich Marktrisiken diversifizieren will, rede ich eigentlich am besten darüber, dass ich eine strategische Asset-Allokation habe, also dass Immobilien nicht meine einzige Asset-Klasse ist. Also Investmentrisiko, also Bewertung, Exit, Cashflows. Und da muss man ja sagen, wenn man das richtig macht, dann ist das Investmentrisiko in einem indirekten Portfolio nahezu perfekt diversifizierbar. Ich kann breit streuen Investmentrisiken. Aber in all diesen Diversifikationsdiskussionen sehr wenig im Fokus. Und noch weniger im Fokus die Frage des unternehmerischen Risikos. Also bin ich mit Leuten unterwegs, mit Unternehmen unterwegs im Management der indirekten Anlage, die Risiken vermeiden und oder managen können. Ist meine Kontrollfunktion vernünftig ausgeprägt? Ist meine Governance vernünftig ausgeprägt? Und habe ich Manager-Diversifikation? Auch das spielt so in den gängigen und Überlegungen kaum eine Rolle. Und ich glaube, das ist falsch und das muss sich ändern. Warum? Weil was waren die Dinge, die die Performance in der letzten Krise gekillt haben? War es Marktrisiko? Ja klar. Wenn man zu viel Exposure in USA oder UK hatte, dann hat einen das temporär stark an Performance gekostet. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass genau die Märkte diejenigen waren, die nach der Krise auch am schnellsten wieder outperformed haben und wieder zurückgekommen sind. Na klar, Marktrisiko kombiniert mit exzessivem Fremdkapitaleinsatz hat mich Performance nicht nur gekostet, sondern ist richtig reingeschlagen, weil wenn ich es nicht durchhalten kann über die Zeit, dann hilft mir die Recovery der Märkte nichts. Aber was waren die echten Performance-Killer in institutionellen Portfolien? Das waren die klassischen Single-Tenants, 9 Jahre, 2 Break-Optionen, wegverhandelt, Mietverträge in französischen Büroimmobilien, die dann nicht so richtig gut nachzuvermieten waren. Das waren die peripheren Büroobjekte in den Niederlanden, die so lange so populär waren. Das waren nicht funktionierende Shoppingcenter. Shoppingcenter per se Klumpenrisiken, große Objekte. Wenn der Ankermieter wegbricht, hat man ein Problem. Das waren laxe Due Diligence und unterschätzte CapEx-Bedarfe, technische Themen, die man 2006, 2007 nicht auf dem Schirm hatte. Und das war auch, wenn man sich sozusagen Underperformance anschaut,
wenn man auf Deutschland guckt, sehr stark das Thema Büro, wo Wiedervermietungsannahmen viel zu optimistisch waren und Incentives gar nicht berücksichtigt wurden in Businessplänen. Das waren Performance-Killer, also Investmentrisiken viel, viel stärker als Marktrisiken, meiner Meinung nach. Und last not least, der ultimative Performance-Einbruch in Portfolien mit mehreren Managern war dann, wenn man Manager mit dabei hatte, die entweder noch schon vorher keine Präsenz in den lokalen Märkten hatten oder bei denen die Präsenz weggebrochen ist nach der Finanzkrise. Und diese Distressed Managers, die dann hohe Personalfluktuation hatten, Reibungsverluste hatten und die Objekte nicht mehr aus der Krise rausmanagen konnten. Das heißt, in Summe glauben wir als Gesellschaft, dass das Thema Investmentrisiko und unternehmerisches Risiko, wenn wir über die Krisen der Zukunft reden, der wichtigere Faktor ist. Also ganz klar, wenn wir über Diversifikation sprechen, Verschiebung des Fokus vom Marktrisiko hin zum Investmentrisiko. Das ist aus meiner Sicht der zentrale Punkt. Und überhaupt mal das Thema Manager-Diversifikation. Wie viele Manager will ich in meinem Portfolio haben und wie schaffe ich da eine gewisse Granularität, überhaupt mal auf die Agenda bringen. Und das ist ein Stück weit gegen den Trend, weil wenn man so die üblichen Gazetten liest und wenn man mit insbesondere größeren Investoren spricht, dann geht der Trend ja dazu hin, eher weniger Manager-Relations zu pflegen. Also weniger Manager, größere Manager, weniger Komplexität im Portfolio. Aber das ist ein klarer Interessenkonflikt. Weniger Komplexität im Portfolio heißt auch weniger Diversifikation der unternehmerischen Risiken. Wie denken wir darüber oder was ist so unsere Philosophie, wie man sowas ja, operational macht? Was ist so eine Diversifikationsphilosophie? Natürlich spielt das, was so der Branchenstandard ist, wir nennen es die sichtbare Diversifikation, weil das sind die Diversifikationselemente, die man eigentlich in jedem Reporting sieht. Ja, jeder Quartalsbericht, Monatsbericht enthält diese Dinge. Natürlich spielt das eine Rolle. Also welches Rendite-Risikoprofil will ich für das Portfolio, für die einzelnen Portfolio-Elemente? Welche regionale Allokation, welche Bandbreiten will ich da haben? Welche sektorale Allokation und wie will ich Mieter und Branche mit drin haben? Das kann ich gut messen, das ist sichtbar. Spielt eine Rolle. Dazu kommt aber eine zweite Ebene und das ist die unsichtbare Diversifikation, weil sie viel, viel schwieriger messbar zu machen ist. Also die Frage des echten Vintage, die Frage Diversifikation über Vertragsstrukturen. Also banale Aussage, der deutsche Büromietvertrag und der deutsche Einzelhandelsmietvertrag finden im gleichen Mietrecht statt, deutsches gewerbliches Mietrecht. Die Vertragsusancen sind bei beiden aber so unterschiedlich, dass ich eine Diversifikation daraus erreichen kann, dass ich über verschiedene Vertragsstrukturen, in dem Fall Nutzungsarten, aber wir reden nicht nur über Nutzungsarten, diversifiziere. Kontrolle, Diversifikation von Abhängigkeiten, ganz wichtiger Faktor. Und am Ende, und es gibt den einen oder anderen Manager, der mit uns zusammenarbeitet oder wo wir investiert sind, der wirft uns vor, dass wir Fanatiker an der Stelle sind, ist das zentrale Element, wenn wir über Diversifikation nachdenken, die Frage der Cashflow-Granularität. Wie stark schaffe ich es, ein Portfolio zu bauen, zu diversifizieren, das keine Klumpenrisiken im Cashflow mehr besitzt? Weil das ist die ultimative Krisenfestigkeit. Granularität der Cashflows ist, wenn man auf Investmentrisiken setzt und nicht auf Marktrisiken, das wichtigste Diversifikationsmerkmal. Und an der Stelle ist, glaube ich, das alles war ja jetzt nicht sehr komplex. Und deshalb ist Diversifikation oder optimale Diversifikation, und dafür steht dieser Eisbecher, aus meiner Sicht keine Frage von überdurchschnittlicher Intelligenz. Optimale Diversifikation ist eine Frage von überdurchschnittlicher Disziplin, weil die Verlockungen sind groß
und die Verlockungen werden größer, je später wir in einem Marktzyklus sind. Gerade jetzt, sie kommen wieder, die Angebote. 18-fach, 10-Jahres, vielleicht sogar 15-Jahres Mietvertrag, Single-Tenant, irgendwo in der Peripherie. Mit 50% Leverage, klasse, steht dann noch 4,5% Ausschüttungsrendite. Die Verlockungen sind verdammt groß. Und die Frage dann eben nicht, diesen süßen Eisbecher zu nehmen, sondern den gemischten Salat mit Putenbruststreifen, also das Multi-Tenant-Büromobilen-Portfolio. Die Frage dieser Verlockung zu widerstehen, das ist die Disziplin, die für optimale Diversifikation notwendig ist. Also wir merken das, die Angebote, die wir auf den Tisch bekommen, werden zunehmend verlockender und da muss man resistent sein. Letzte Bemerkung dazu. Ich glaube, diese Disziplin, die wird man nicht erreichen als Einzelentscheider. Diese Disziplin, die gibt es nur, wenn man mit mehreren entscheidet. Also Teamentscheidungen auf Augenhöhe, viele Leute an Entscheidungen einbeziehen, weil Disziplin ist viel leichter zu erreichen, wenn ich einer allein entscheiden darf. So, und das ist das, was wir tun. Kleiner Werbeblock darf sein. Ich glaube, es macht auch Sinn, Diversifikation outzusourcen an spezialisierte Dienstleister, wie zum Beispiel uns als Multi-Manager, weil die Diversifikation, wenn ich direkt mit dem Manager zusammenarbeite, ist natürlich nicht in seinem Interesse. Jeder Immobilienmanager will so viel wie möglich von meinem Geld als Investor. Das heißt, ich muss das Thema systematisch entweder durch Inhouse-Prozesse oder durch outgesourcete Prozesse begleiten. Also optimale Diversifikation, und da sind wir wieder bei den alten Männern. Wo ist sie? Ist es wirklich nur Protection against Ignorance? Ich glaube, ein bisschen ist was dran, denn ich habe eben auf dieses Thema Verlockungen versucht anzuspielen. Diversifikation bedeutet systematisch Ignoranz und Verlockungen zu widerstehen. Von daher, vielleicht hat Warren Buffett doch recht. Wir müssen es halt alle nur machen, weil so wie er wissen wir doch nicht, was wir tun. Und ein gutes Portfolio ist mehr als nur eine lange Liste von verschiedenen Assets. Ich habe dann mal geguckt, ob es nicht doch noch jemand Jüngeren gibt, der zu dem Thema was zu sagen hat. Ich bin nicht fündig geworden in unserer Branche oder irgendwie nah dran, aber der Mann hier, der bringt es eigentlich auf den Punkt. Vin Diesel, dem einen oder anderen aus solchen inhaltsschweren Kunstfilmen wie The Fast and the Furious bekannt, sagt zugegebenermaßen auf die Frage, warum er jetzt auch Kinderfilme dreht: Diversification ain't a bad thing. Und so sehr ich Warren Buffett schätze, diese Value-Philosophie schätze, so sehr ich glaube, dass Markowitz wirklich was zu sagen hat, auch für unsere Themen, auch wenn er von der Immobilienwirtschaft oft vergewaltigt wird, so sehr glaube ich, an der Stelle bin ich persönlich am nächsten an Vin Diesel. Diversification ain't a bad thing. Man muss sie nur richtig machen. Vielen Dank.